الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأخيار المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الهيثمي in seinen Majma' al-Zawa'id, Hadith Nummer 10904, hat über Abdullah ibn Mas'ud folgendes berichtet. Er sagt: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت فينا يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Abdullah ibn Mas'ud bezeugt es hier, er hat selber so geglaubt, er sagt, ich habe nie gedacht, dass irgendjemand von den Gefährten des Propheten صلى الله عليه وسلم nach diesen Dunya strebt, bis Allah wegen und unsertwegen in Uhud diesen Vers herabgesandt hat, der wie folgt lautet: Manch einige von euch wollen Dunya, dieser Welt, und manch einige von euch wollen Al-Akhira. Die erste Frage: Warum, wenn du predigst, hören wir dich öfters, dass du sagst, وعلى أصحابه أجمعين, du lobst, du segnest den Propheten, seine Familie und أصحابه أجمعين. Warum lobst du die Sahabe alle gleichmäßig, sagen wir, diejenigen, die Dunya wollen und die Akhira wollen, setzt du sie an einer gleichen Position sozusagen? Die zweite Frage: Du wünschst den Salawat auf Muhammad wa Ali Muhammad wa Ashabihi Ajma'in. Warum setzt du Ahlul Bayt alayhum salam an der gleichen Rang wie diesen Sahaba Ajma'in, inklusive diejenigen, die Dunya wollen und nicht Al-Akhira? Die dritte Frage: Wenn das dir egal ist, mit Ahlul Bayt alayhum salam und mit den rechtmäßigen Sahabis so umzugehen, ist es dir egal, dass du wirklich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Gleiche wünschst, was du diesen Sahaba, die diese Dunya, nach diesen Dunya streben, wünschst? Die vierte Frage: Wenn diese Sahabe, und man weiß ja nicht, welche von denen waren, die Dunya, nach Dunya gestrebt haben. Wenn diese Sahabe wirklich so waren, wie Ibn Mas'ud das bezeugt, und Ibn Mas'ud ist sehr hoch angesehen bei euch, wenn sie so waren, wie kannst du davon ausgehen, dass, wenn deine Absicht auch gut ist, dass du, wenn du diese Sahabe folgst, dass du wirklich gerettet wirst? Und die fünfte Frage ist: Wenn die Sahabe nicht erkennbar sind, wer von denen Dunya und wer von denen die Akhira möchte, wie weiß ich, dass ich, wenn ich sie folge, gerettet werde? Oder sagen wir, die fünfte Frage stellen wir anders, lieber, weil das wiederholt sich auch, ob du oder ich oder irgendjemand anders sie folgt. Es wiederholt sich hier die fünfte Frage, und deswegen stelle ich sie anders. Wie kann Allah von uns verlangen, diese Sahaba zu folgen, wenn er sie selber so dermaßen darstellt? Und wie kann er uns von uns verlangen, sie alle zu folgen, wenn sie unterschiedliche Absichten haben? Einige wollen die Dunya und einige wollen die Akhira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.